Herr Bawai, sehr interessanter Vortrag. Wie sieht denn die digitale Transformation bei Henkel an einem Beispiel aus? Also wir haben natürlich in den einzelnen Geschäften sogenannte Digital-Teams arbeiten, die konkret digitale Prozesse entwickeln, sowas wie Webshops entwickeln, mit Startups neue digitale Geschäftssysteme erschließen. Ich selber leite das New Business Development von Henkel IT Soft Technologies und wir haben zwei Projekte zur Digitalisierung. Das eine ist, dass wir mit NFC-Tags auf Konsumgütern Konsumenten mit den Produkten und damit dann auch mit den Marken verbinden wollen. Und diese NFC-Tags sollen dann später mal komplett gedruckt werden mit gedruckter Elektronik und dadurch kostengünstig zur Verfügung stehen. Das zweite Projekt ist 3D-Drucken, wo wir für den Herstellprozess von bestimmten Produkten Materialien herstellen, mit denen man tatsächlich funktionale Teile 3D drucken kann, also nicht nur Kerzenleuchter und Serviettenhalter. Also wir haben keinen klassischen Ideation-Prozess, aber wir haben sehr kreative Mitarbeiter und ein sehr kreatives Team und da kommen die Ideen eigentlich von selber und wir haben deutlich mehr Ideen, als wir tatsächlich abarbeiten könnten. Wir haben in dem Team 80% von den Anwendungen, die wir uns angucken, verwerfen wir, weil sie sicherlich nicht zu einem signifikanten Geschäft für Henkel führen könnten. Aber die 20%, die wir dann wirklich vertiefen und die wir uns dann gezielt angucken und auch weiterentwickeln, die sind dann sehr gut und geeignet, neue Innovations-Growth-Plattformen für Henkel zu bilden. Sie haben gerade das Stichwort entwickeln gesagt. Wie sieht diese Entwicklungsphase dann aus? Also wir machen zuerst mal Prototypen, um auch innerhalb von Henkel vermitteln zu können, was wir eigentlich meinen. Und wenn das nur so eine PowerPoint-Präsentation ist, ist das zu abstrakt. Wir leben eigentlich davon, dass wir Prototypen machen, selber basteln, kaufen, wie auch immer, um es anschaulich zu machen, was wir machen. Und dann treten wir in den Dialog mit dem operativen Geschäft und machen quasi klassisch Werbung für dieses Projekt. Und wenn wir die begeistert haben und wenn die auch einen Sinn darin sehen, das weiter zu betreiben, dann geht es in die eigentliche Concept-Scoping-Phase und in die Detail-Evaluierung, in der wir dann quasi ein Projekt komplett beschreiben und entwickeln, bis hin zum Business Case und zur technischen Feasibility. Digitalisierung, digitale Transformation, was geben Sie der deutschen Wirtschaft mit auf den Weg? Was sind Best Practices, sowas wirklich in einem Konzern auch voranzutreiben? Also ich glaube, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor definitiv ist, die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur innerhalb einer Firma entsprechend zu entwickeln. Die einzelnen Anwendungen, die man softwaremäßig hat, miteinander zu verbinden und eben zu nutzen, dass man auf einen großen einheitlichen Datenpool zugreifen kann. Außerdem glaube ich, ist auch eine Frage ein bisschen der Ausbildung. Also ich selber bin kein Digital Native mehr, aber ich glaube, es ist gut für die Firmen, mehr sehr junge Digital Natives zu beschäftigen, weil die haben auf einer Seite, wissen die, was gebraucht wird, auf der anderen Seite können sie es auch tatsächlich umsetzen. Und der dritte Punkt ist dann eben, was in diese Richtung auch geht, Startups. Eine Firma wie Henkel kann sicherlich nicht alle digitalen Geschäftsmodelle selber entwickeln. Das funktioniert nicht. Aber Startups tun das. Warum nutzen wir das also nicht? Und deswegen gehen wir sehr stark in Startups rein, ob es jetzt in Boston ist, im Silicon Valley, in Berlin, in München, gucken uns die an und überlegen dann, ob diese Geschäftsmodelle für uns nutzbar sein könnten. Also Henkel investiert relativ viel in die eigenen Mitarbeiter. Und zum einen in das Mitarbeiterrecruiting, um eben auch darzustellen, wie attraktiv Henkel als Arbeitgeber ist. Aber zum anderen natürlich dann auch, wenn die Mitarbeiter da sind, damit die Mitarbeiter bleiben, muss man ja weiter kontinuierlich entwickeln und investieren. Das macht Henkel sehr gut. Henkel ist eine sehr attraktive Firma, weil es sehr viele verschiedene Facetten hat. Das heißt, man kann innerhalb von Henkel dann von einem Geschäft ins nächste wechseln, sodass einem nie langweilig wird und man sich nie an etwas gewöhnt. Aber die Startups sind natürlich auch sehr wichtig für uns und ein sehr wichtiger Treiber, technisch und auch vom Geschäftsmodell her vorne zu bleiben und neue Impulse zu bekommen.